Der billige Gockel. Mit ihrem Pepperl auf den Markt. Frau Nanny geht, die gerne kackt. Und kaufen will nur dann und wann, wenn sie was billig haben kann. Dort jenen schönen Gockelschau. Recht ärmlich scheint die Bauersfrau. Die feil ihn hält, spricht sie zum Knaben. Ich glaub, den könnt ich billig haben. Indessen geht's nicht so geschwind, bis beide handelseinig sind. Frau Nanny zahlt zuletzt und denkt, der Gockel ist doch halb geschenkt. Nun fängt sie Pepperl an zu klagen. Er möchte gern den Gockel tragen. Und die Frau Mutter ist so schwach und gibt dem Wunsch des Söhnchens nach. Schon ist er fast nicht mehr zu zügeln. Er schlägt und flattert mit den Flügeln, so dass ihn kaum der kleine Mann noch an den Beinen halten kann. Doch ihr dürft jede Köchin fragen. Ein Gockel ist nicht leicht zu tragen, dieweil dies Tier zu jeder Frist gar bös und widerspenstig ist. Auf einmal aber, weh, oh weh, geht's mit dem Pepperl in die Höhe, bis dieser, was die Sache würzt, in einem Trog stürzt. Ob er das Marktweib stört beim Mahl, das ist dem Gockel ganz egal. Da kommt des Wegs, was will man mehr? Ein Gipsfigurenhändler hier. Der Gockel überlegt es nicht, wie leicht so ein Figürchen bricht. Auch in Porzellan und Töpferwaren scheint er noch ziemlich unerfahren, bis dass er endlich auf der Flucht im Wassertrog sein Glück versucht. Dem Fischer macht die Sache Spaß. Der Gockel ward auch gar zu nass. Er hält ihn fest und reichet ihn zu dessen Freud den Pepperl hin. Jedoch mit schrecklichem Geschrei. Die Leute eilen schon herbei und klagen laut den Gockel an, der ihnen Schaden hat getan. Bezahlen musst Frau Nanny schwer. Nicht billig war der Gockel mehr.